Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis très ravie aujourd'hui de d'abord dire un grand bonjour à Monsieur Luan Etienne, attaché culturel du Consulat général. Je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation et d'être ici et donner un grand bonjour à Monsieur Sébastien Girard et voilà un grand signe d'amitié franco-allemand. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich ausgesprochen, dass wir heute an diesem Tag auch angesichts der Lage über die deutsch-französischen Beziehungen und die Zusammenarbeit sprechen. Und ich möchte Sie mitnehmen auf eine kurze gedankliche Reise in Ihre eigene Kindheit. Was waren da die prägenden Erinnerungen und Erfahrungen? Was haben Sie mit Europa verbunden, mit Frankreich? Waren das eher Erfahrungen, Nachkriegsbetrachtungen des Krieges? War es die Wahrnehmung einer Grenze? War es der Wechsel des Geldes, bevor man in Urlaub gefahren ist? Oder waren es die Kontrollen, wenn man eine Grenze übertreten hat? Bei mir war es eine Mischung aus all diesen Teilen. Die Besonderheit, nach Frankreich fahren zu dürfen, ein Erlebnis, das für mich als Kind immer auch einen gewissen Zauber in sich trug. Eine andere Sprache, eine andere Währung, ein anderes Land. Aber auch die Erfahrung, dass Kinder jenseits der Grenze die gleichen Interessen haben, die gleichen Spiele spielen, auch mal die gleiche Musik hören, bisweilen gerne auch mal was anderes essen, aber im Grundsatz auch Kinder sind. Und es ist genau diese Erfahrung, die wir unseren Kindern und Jugendlichen mitgeben wollen, wenn wir über die Förderung der französischen Sprache sprechen. Es ist genau dieser ganzheitliche Ansatz. Nous vivons l'Europe. In unseren saarländischen Bildungseinrichtungen leben wir Europa. Nous vivons l'Europe. Dazu gehört selbstverständlich eine nachhaltige Förderung der Mehrsprachigkeit in unserem Bildungssystem. Das ist ja heute Morgen auch schon angesprochen worden. Und das tun wir in jeder Hinsicht. Wir stärken beispielsweise an unseren Schulen auch den herkunftssprachlichen Unterricht. Wir heißen Kinder unabhängig von ihrer Nationalität und Herkunft und ihrer Sprache in unseren Bildungseinrichtungen im Saarland willkommen. Wir haben zahlreiche mehrsprachige Angebote, die den unterschiedlichen Sprachen im Besonderen auch Rechnung tragen. Natürlich liegt uns aber auch als Saarland das Erlernen der französischen Sprache besonders am Herzen. Und deswegen geht es heute in diesem Antrag auch um diese Frage. Und ich warne davor, die Diskussion um das Erlernen der französischen Sprache auszuspielen gegen das Erlernen der deutschen Sprache oder gegen das Erlernen anderer Sprachen. Wir haben hier einen besonderen Auftrag als Grenzland, aber auch als Partner- und Freundesland Frankreichs. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das heute hier miteinander diskutieren. Und darauf können wir auch durchaus stolz sein, weil wir als Saarland beim Französischlernen eine echte Vorreiterrolle auch auf der Bundesebene erfüllen. Und ich sage das auch mal in Richtung der KultusministerInnenkonferenz. Wir sorgen nämlich als Saarland auch immer wieder dafür, dass das Fach Französisch auch noch den Rang erhält in Qualitätsuntersuchungen, Vergleichsarbeiten und vielem mehr, den es braucht. Wenn andere Bundesländer sich nämlich nach und nach von diesem Fach verabschieden, dann wird es auch auf der KMK nicht diesen Stellenwert haben, den es braucht. Und auch deshalb bin ich froh, dass wir da als Saarland eine Botschafterrolle einnehmen können. In allen Grundschulen wird Französisch unterrichtet, in mehr als einem Viertel aller Grundschulen sogar durchgängig ab der ersten Klasse. Und das stellt für unser Bundesland ein echtes Alleinstellungsmerkmal dar. In jedem Schuljahr legen die saarländischen Grundschülerinnen und Schüler mit Französisch ab Klassenstufe 1 sogar eine Zertifikatsprüfung des französischen Staates ab. Die saarländischen Grundschülerinnen und Grundschüler stellen hierbei jährlich ca. 85% der bundesdeutschen Schülerinnen und Schüler, die dieses Französisch-Zertifikat ablegen. Das ist für die Kinder eine echte Herausforderung, habe ich auch selbst erlebt, also als Mutter. Aber trotzdem ist es gut, dass wir da an der Stelle auch den Kindern etwas mitgeben, was sie in ihrem späteren beruflichen Lebensweg auch nutzen können.
Mit inzwischen 5 Standorten haben wir auch eine stolze Anzahl bilingualer Grundschulen im Saarland, die auch Sachfächer auf Französisch beispielsweise unterrichten, sich aber intensiv auch mit der Kultur Frankreichs auseinandersetzen. Im deutsch-französischen Netzwerk der Élysée-Kitas 2020 ist das Saarland inzwischen mit 71 Vorschuleinrichtungen vertreten. Auch da sind wir bundesweit Spitzenreiter in diesem Netzwerk. Daneben machen im Saarland inzwischen gut die Hälfte aller Kindertageseinrichtungen ein bilinguales deutsch-französisches Angebot. Diese bilingualen Vorschuleinrichtungen arbeiten immersiv. Das heißt, Französisch ist dort die Kommunikationssprache in allen Situationen des Kita-Alltags. Kinder merken eigentlich gar nicht, dass sie die französische Sprache an der Stelle wirklich erlernen, sondern es ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Jede 5. der 2-sprachigen Vorschuleinrichtungen in Deutschland liegt im Saarland. Auch hier, glaube ich, brauchen wir uns nicht zu verstecken. In unseren Kita-Einrichtungen arbeiten Fachkräfte mit den unterschiedlichsten französischen Abschlüssen. Und mit unserem neuen Kita-Gesetz werden wir gerade heute die Anerkennung französischer Berufsabschlüsse noch einmal deutlich vereinfachen. Sie sehen also, die Förderung der französischen Sprache wird in unseren Kitas und Grundschulen bereits heute gelebt. Denken Sie noch mal an Ihre eigene Kindheit und Jugend zurück. Der Reiz des Erlernens einer Fremdsprache, des Erkundens eines anderen Landes liegt doch genau darin, Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen. Eben nicht nur bloße Grammatik und Vokabeln pauken. Der Reiz liegt darin, in den Austausch zu kommen, Grenzen im wahrsten Sinne des Wortes überschreiten zu können, unkompliziert und in einer Selbstverständlichkeit. Hier haben heutige Kinder und Jugendliche echte Vorteile im Vergleich zur Vergangenheit. Nous vivons l'Europe. Dazu gehört, dass Kinder und Jugendliche den Dialog und die gegenseitige Toleranz durch den persönlichen internationalen Austausch selbst erleben können. Das fängt in der Kita an. Die erste für viele Kinder im Land wahrgenommene Begegnung mit anderen Kindern im Ausland, das erste Mal ohne Mama und Papa einen Tag nach Frankreich fahren, sich groß fühlen, auf ein Abenteuer gehen. Und das ist es, was den wahren Reiz ausmacht in den Kitas, aber auch in den Grundschulen. Und da müssen wir auch feststellen, sehr geehrte Damen und Herren, das war und ist seit nun fast 2 Jahren Pandemie für unsere Kitas und Grundschulen eine echte Herausforderung. Ich würde sogar so weit gehen, es findet derzeit gar nicht statt. Gerade für die Kleinsten ist der Kontakt über Videokonferenzen auch mal spannend. Aber das gemeinsame Spiel auf dem Spielplatz, das gemeinsame Singen, das ist der wahre Reiz. Meine Damen und Herren, gerade aus den Erfahrungen der jüngsten Krise müssen wir hier konkrete Lehren ziehen. Wir erinnern uns nur zu gut an die Schließung der Grenze in der Pandemie. Die Schließung einer Grenze, die nicht nur 2 benachbarte und eng vernetzte Regionen voneinander trennte, sondern die auch mitten durch Familien lief. Und ich weiß da wirklich, wovon ich rede. Ein Großteil meiner Familie lebt in Frankreich. Unsere Kinder erziehen wir 2-sprachig. Zu erklären, warum der Besuch der liebgewonnenen Cousinen nicht so einfach und spontan möglich ist, war auch für mich eine große Herausforderung. Und das ist genau der Grund, warum wir heute auch ein Signal nicht nur für die französische Sprachförderung in Kitas und Grundschulen richten müssen, sondern wir müssen heute auch ein Signal vor offene Grenzen von hier aus senden mit diesem Antrag. Und weil unsere Kitas und Grundschulen da derzeit auch sehr, sehr große Probleme haben, plane ich nach der Pandemie eine Offensive, diese Austauschprogramme im Bildungsbereich auch wieder anzustoßen. Und hier bin ich mir im Übrigen auch mit meinen Kollegen in Nancy und Reims, in Reims ist das Olivier Branduis, in Nancy Jean-Marc Huard, sehr, sehr einig, dass das der Fokus sein muss in den nächsten Monaten, Kinder und auch Jugendliche selbstverständlich wieder grenzüberschreitend zusammenzubringen, um auch die Zeit der Pandemie gut verarbeiten zu können. Nous vivons l'Europe. Und dazu möchte ich dann doch auch noch ganz kurz, erlauben Sie mir, ein Schlaglicht darauf werfen, was wir an den weiterführenden Schulen in diesem Bereich machen. Denn auch dort findet selbstverständlich grenzüberschreitende Arbeit und Französischförderung statt. Wir haben in dieser Legislaturperiode bereits die 4. saarländische Abi-BAC-Schule. Das heißt, Kinder haben die Möglichkeit, nicht nur das deutsche Abitur, sondern auch das französische Baccalauréat abzulegen.
Das deutsch-französische Gymnasium in Saarbrücken und das Schengen-Lyzeum gelten überregional als richtungsweisendes Modell. Wir setzen aber hier nicht nur auf wenige Leuchtturmprojekte, sondern tragen die Französischkompetenzen auch in die Breite an unsere weiterführenden Schulen. Zum Beispiel können auch dort alle unsere Schülerinnen und Schüler wichtige Sprachenzertifikate im Französischen erwerben. Nous vivons l'Europe. Dazu gehört schließlich auch die Vision vom europäischen Bildungsraum. Die Umsetzung dieser Vision darf aber nicht alleine den Sprachenlehrerinnen und Lehrern, die mit sehr großem Engagement dabei sind, zufallen, obwohl diese wirklich sehr, sehr toll sind. Es ist eine Aufgabe unseres gesamten Bildungssystems. Denn eine europäische Idee ist viel mehr. Sie umfasst interkulturelle Kompetenz, Demokratie und Partizipation und das Bewusstsein einer europäischen Identität bei Kindern und Jugendlichen zu stärken. Auch hier hat unser Schulsystem und unsere Kitas schon einiges an Vorhaben zu bieten. Nicht zuletzt, dass saarländische Schulen auch Europaschulen des Saarlandes sind. Zwei Beispiele dafür sind Schulen mit ausgewiesener Europakompetenz, das Gymnasium am Rothenbühl und das TGS BBZ in Saarlouis, die beide auch Botschafterschulen des Europäischen Parlaments sind. Die Ziele europäischer Bildungspolitik, die Vision eines europäischen Bildungsraums umfasst noch viel mehr. Sie bekennt sich zur Bildungs- und Chancengerechtigkeit, zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zur Durchlässigkeit. Schule soll darauf vorbereiten, dass junge Menschen ihre garantierten Rechte als Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union aktiv, selbstverständlich und reflektiert wahrnehmen können. Die Kinder von heute, das sind die europäischen Entscheidungsträgerinnen von morgen. Und deswegen ist es wichtig, dass sich unsere Schulen im Saarland klar zu einem friedlichen Europa und zu einem kulturellen und sprachlichen Reichtum bekennen. Europabildung muss als integraler Bestandteil der Demokratiebildung, der Erziehung zu Toleranz und Mitmenschlichkeit sowie der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern und als ein selbstverständlicher Bestandteil des Schullebens verstanden werden. In diesem breiten Rahmen müssen wir die Sprachangebote in unseren Bildungseinrichtungen sehen. Daran arbeite ich mit ganzer Kraft. Nous vivons l'Europe et nous sommes nous-mêmes responsables de façonner l'Europe de toutes nos forces comme nous voulons la vivre. Merci beaucoup.